Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Es geht jetzt nun weiter hier in Cloud Kingdom. Zumindest heißt es in der englischen Version des Spiels so. Wir wollen nun diesen Mondquader uns holen, aber dafür müssen wir einmal hier von Wolke zu Wolke springen. Was aber nicht sehr schwer sein sollte. Und nun spawnen sie die Monde. Okay. Der erste ist auch schon hier unten. Kann ich da mit einem guten Sprung hin? Ja. Ja, man kann da mit einem guten Sprung hinkommen. Aber zurück wird wohl etwas schwerer. Da mache ich jetzt den Weg, den die wohl vorgesehen haben. Okay. Überquerung des Wolkenmeeres. Mach doch da Käppi. So ein Dreck aber auch. Jetzt bauen ich wieder hier. Mit nur 5 Münzen. Ja, ich habe im letzten Part mit mir einige Kostüme noch gekauft, die wir noch freigeschalten haben. Okay, dann sehe ich auch hier schon eine Röhre. So eine viereckige Steinröhre. Jedenfalls will ich auch da mal reinspringen und gucken, was die da so haben. Ja, das erste hätten wir dann schon mal. Das erste der 4 Mondteile. Zweite auch. Dann okay, auch das dritte. Achtung! Okay. Ah, Lava. Okay, Nummer 4. Und da oben, da ist was. Besieg ihn! Was? Oh! Okay, ich mache jetzt mal den Mond und dann gucke ich mal nach, was in der Röhre ist, aber ich frage schon, wie ich da überhaupt hochkommen soll. Das sind sicherlich irgendwo unsichtbare Blöcke. König Quader. Okay. Weiß ich, ob da was respawnt, aber wenn nicht, dann müssten ja die ganzen Spinies ja weg sein. Aber so ist es auch. Noch einsam dieser Koopa-Panzer. Irgendwas sein, ja. So ist es auch. Okay. Den Würfel hinein. Dann können wir uns ja aufmachen. Und weg hier. Okay. Gibt noch ein paar Monde hier. Was hätten wir denn hier zum Beispiel? Hier ist auch nochmal eine Röhre. Okay. Ja, Gesichterpuzzle. Für einen Power Mond. Okay, mal gucken. 60 Punkte brauche ich.
Ich muss immer das Puzzleteil nehmen. Und dann richtig einfügen. Das hier ist doch die Easy-Version. Dann einmal ich. Ich weiß nicht, wie um die Augen. Ich glaube so, oder ist auch egal. Ich meine, es wäre nicht egal. Ich glaube, die Augen sind falsch herum. Ah, die will ich nicht haben. Egal, aber 50 Punkte sollte man doch wohl hinkriegen. Ich glaube, die stehen auch da ein bisschen außerhalb. Und wie scheußlich ist es? Ja, es reicht. Sieht zwar jetzt nicht ganz so hübsch aus, aber es reicht. Fast ein Goomba. Und jetzt machen wir einen richtigen Goomba. Jetzt brauchen wir 80 Punkte. Und diesmal ist es auch ein bisschen schwerer. Denn jetzt verschwindet das hier auf einmal. Mal gucken, ob das was wird. Ob das hier war ein bisschen tiefer. Und mal gucken. Wie ist es? Ja. Ein toller Goomba. Achtung, nicht runterfallen. Ah, jetzt die ganze Zeit da bei mir so eine Fliege vom Fernseher, wie ich das hasse. Okay, hier haben wir auch noch Peach. Peach im Wolkenland. Okay, dann gibt es hier noch zwei Monde. Was hätten wir denn hier? Okay. Wird hier noch überall eine Note und wieder die Fliege nervt. Ah! Hey, diese Fliege, die vor dem Bildschirm hier rumschwebt. Wie ich das hasse. Dieser Mond mit der Ablenkung der Fliege noch viel einfacher als sonst. Was? Okay, das war ja richtig skillig. Okay. Auf und ab. Hilfe!
Okay, gerettet. Das war's ja noch. Ich stell mal, was ist denn hier unten? Was soll denn hier sein? Über mir? Ja, hier ein Mond. Worauf wollen die hinaus? Okay, mache ich erstmal den Mond und dann gucke ich mal, was es damit auf sich hat. So ein kleiner Wolkenparcours mal wieder. Aber man muss nicht immer springen. Ah, mach. Die Wolken haben auch nicht unendlich lang offen. Und jetzt Sprung! Okay. Hoch und höher über den Wolken. Und dann gucken, was fehlt. Liste. Okay, wir haben 8. Was ist Mond Nummer 3? Okay, man muss anscheinend an einer ganz random Position eine Stampfattacke machen, was ich auch gemacht habe. Da hat es nicht funktioniert. Der Typ im Video hat es irgendwo hier gemacht. Ja, hier. Check ich nicht. Ich meine, wie soll man denn darauf kommen? Ich meine, da ist ein X markiert, aber. Hat's ja gesehen, wie soll man darauf kommen, dass ich genau an dieser einen Stelle eine Stampfattacke machen muss? Muss ich da überall Stampfattacken machen, bis ich das Richtige gefunden habe? Oder wie haben die es vorgestellt? Hey, neue Produkte in den Shops, das heißt, ich muss Coins farmen. Okay, ich würde sagen, machen wir weiter im Ruinenland. Das ist auch ein sehr kleines Kingdom, genau wie das Wolkenland. Dann haben wir hier die beiden kleinsten Kingdoms geschafft. Hier gibt es auch wieder 10 Monde. Obwohl, eigentlich nur 9, denn den ersten hatten wir schon. Das war der Kampf gegen den Drachen. Also. Wo war nochmal der Mondquader? Da unten. Hier? Genau da. Hier eine schöne Challenge, hier wieder hochzukommen. Aber man kann sich auch einfach zu der Odyssee teleportieren lassen. Okay. Dann haben wir hier ein Versteck. Anscheinend mit ein paar Münzen. Ah, Münzen. Freut mich, dass es hier Münzen gibt. In der antiken Schatztruhe. Dann hier. Unten ist scheinbar noch etwas. Ja, und zwar ein Bonusbereich. Oh, nö. Nicht das. Nein. Oh, no. Ich weiß schon zur Hälfte, was ich so machen muss. Und zwar irgendwas gab's zu machen.
Ich weiß nicht, muss ich alle besiegen oder? Irgendwas war da. Wobei die mal wieder auch respawnen. Also wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was jetzt ganz genau zu tun war. Ich nehme mal die Münzen ein, dann ein paar Coins. Okay. Das ist scheinbar hier oben. Okay, das war ziemlich unnötig aufregend. Jetzt ist irgendwie hier oben welche. Und einer ist ja golden. Können hier runterspringen. Ja, da gab es irgendeinen goldenen, aber wie besiege ich den? Die Stampfattacke? Ja, Stampfattacke. Aber eben war der noch nicht da. Also wie gesagt, ich find das hier merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, was hier letzten Endes zu tun ist. Okay, und jetzt der Mond, aber das ist ja easy. So, wo ich erwischt werde. Nach hier hoch. Zack, kaputt machen. Einsammeln. Und weiter geht es mit unserer Reise nach den noch 6 fehlenden Monden. Hier oben ist irgendetwas. Ja, wahrscheinlich da hoch. Aber wie komme ich denn da hoch? So, wahrscheinlich wird es nicht verkehrt sein. Erstmal hier. Okay, mit Stampfattackensprung geht es am leichtesten. Und dann wohl hier eine Stampfattacke. Genau so ist es. Auf den geburteten Bogen. Dann war es hier soweit. Und dann auf nach da. Hier haben wir den Drachen bereits besiegt. Hier ist auch Peach. Peach im Ruinenland. Okay, dann. Gibt's hier so Dinger für Stampfattacken? Das ist wahrscheinlich nirgendwo etwas. Dennoch würdig ist zu überprüfen und jetzt geht's mit der Rakete hier hoch. Zu einem, ja, doch schon etwas innovativeren Dings, also. Das war nicht so ganz günstig. Ich muss jetzt zum richtigen Zeitpunkt den P-Schalter. Ich glaube, mit Cappy bin ich da bisschen besser dran. Okay. Was ist denn da oben? Das interessiert mich. Da kommt man sicherlich irgendwie hoch. Okay. Aber warum hat das eben nicht so ein Geräusch gemacht? Muss das hat man einfach eben das untere aktivieren. Oh. Also um jetzt nur hier so ein extra Pilz. Hier unten, ich will sie schließen. Ich glaube, da ist Abgrund. Okay, wir haben auch 2 Wege. Hier brauchen wir sicherlich einen Cooper. Wenn sie den Weg frei macht.
Oh, die Assi sind jetzt wohl besonders schnell drehende Plattformen. Okay. Und dann gibt es auch diesen Mond auf dem Roulette-Turm. Da kommt man auch sicherlich so hoch. Was? Kommt man hier hoch? Ja, kann man. Aber wurde eben zu unfähig dafür. Okay, jetzt haben wir noch 3 Stück. Hier gibt's keine Münzen. Wahrscheinlich sollte man erst das untere, dann das mittlere, dann das obere machen, aber so geht's doch auch. Weird. Okay. Dann haben wir uns diesen Mond geholt, den Roulette-Turm hinauf. Und müssen schon 7. Haben wir 7 Monde? Von 9? Mal gucken. Und Statistiken. Ja, nur 2 fehlen, und zwar 8 und 6. Okay. 1 ist hier vorne irgendwo, da müsst ihr sicherlich auf diesen armen Drachen hoch. Ich glaube, ich sehe es auch schon. Jawohl. Ein Mond haben wir schon mal. Von den beiden. Fehlt jetzt noch einer. Dann sind wir mit 2 Gebieten durch. Und zwar mit den Steinen, da ist sicherlich auch, jawohl, da ist auch sicherlich ein Mond drin. Nur wir wissen ja alle, diese Steine nehmen immer viel zu viel HP. Ich habe keine Ahnung, wie man die zu platzen bringt, irgendwie gegen etwas drauf werfen oder einfach nur ganz oft werfen, aber... Also ich habe diesen Stein in Erinnerung, dass es so 5 Minuten dauert, bis das der irgendwann mal platzt. Ich verstehe sowieso immer nicht, was man da tun muss. Gegen etwas draufwerfen. Ich habe keine Ahnung. Komm schon. Wie mache ich dich denn kaputt? Gegen die Rakete werfen? Nee. Diese unkaputtbaren Steine, die sind immer wieder schön. Okay, und jetzt auf einmal. Wie gesagt, hat wohl wahrscheinlich 1000 HP. Jedenfalls haben wir auch hier alle Monde. Und können sie wieder zurück zur Odyssee machen. Aber kurz noch mal der kleine Check. Ja, hier haben wir alles. Dann auch hier haben wir alles. Und bei den anderen Gebieten vorher auch. Okay. Dann ist ja das was beim nächsten Part. Was halt noch fehlt. Verlass verlorene Land. Das gibt es im nächsten Part. Ich sag, ciao Leute.